Oben, da habe ich keine wirkliche Lust zu. Aber ich sollte natürlich irgendeine andere Quest mal hier aktiv schalten. Ja, machen wir. Energie habe ich voll, ich muss also nichts groß einsammeln. Die Gegenstände kommen ja eh immer wieder. Bedeutet, die sind quasi unendlich vorhanden. Zumindest habe ich das Gefühl, weil ich habe die bestimmt schon dreimal eingesammelt. Ja, was diese Dinger zum Aufen, das sind vermutlich Medikamente oder sowas halt so für diese Dauerquests. Ist das ja dann. Wo man ja immer wieder ja Sachen abgeben kann und dann ja läuft es. Aber es lohnt sich einfach nicht wegen 50 Erfahrungspunkte. Da würde ich jetzt mich nicht so wirklich drum scheren. Wie man auch vorhin festgestellt hat, im Auto kann man auch verletzt werden, falls das nicht aufgefallen ist. Gut, wäre auch sonst ein bisschen zu einfach, wenn man quasi wirklich unsterblich im Auto ist. Ich meine, das ist da wahrscheinlich schon recht unfair, in Anführungszeichen, was ich hier mache. Aber andersrum, die spielen ja auch nicht fair, die Gegner. Die kommen schon mit mehreren Leuten auf mich zu. Aber warum schickt er mich zum Leuchtturm hoch? Ich habe gedacht, ich sollte in irgendeinem Bungalow nachschauen. Ach, das heißt also, ich darf jetzt gleich schön Fersengeld geben. Ja. Das dachte ich mir schon. Über 315. Ich glaube, hier hängen gleich wieder Schläger rum. Da war schon tot. Ich hätte gedacht, sie hätte was gesagt, aber offensichtlich doch nicht, okay. Das Ding sagt eh nichts mehr, das ist ja eh noch eine Futterquelle. Ha. Einen kleinen tropischen Palmenwald. Dann machen wir uns mal hier auf den Weg. Oder auch nicht, da will ich vom Weg abweichen. Dann tun wir es doch. Wir sind da schließlich nur kleine Sklaven, die sich den gepunkteten Weg auf dem Radar. Ja. Widmen. Rennen wir mal ein bisschen hier. Ist ja offensichtlich gerade nicht so viel los. Oder verfolgt mich schon irgendwas? Nö. Dann können wir auch gleichzeitig weitergehen. 225, 220. Wir nähern uns dem Ziel. Im Bunker, im Bunker, im Bunker. Ha. Kommt man wahrscheinlich später erst hin. Eine Strandpromenade. Aber wo sind die Gegner? Ihr habt doch schließlich mein schönes Hackebeil. Naja, Hackebeil ist zu viel gesagt, mein kleines scharfes Messer. Brauchen wir alles nicht. Aber hier ist ja gar nichts los. Wahrscheinlich, wenn ich mir nachher das Video anschaue, sehe ich 20 Gegner, die ich alle übersehen habe. Ja. So. Das mache ich übrigens nicht mit Absicht, die ganze Zeit Köpfe packen. Das ist. Ja, Teil des Spiels. Aber hier muss ich auch gar nicht lang, merke ich gerade. Oh, komm, rennen wir mal ein bisschen. Können wir eigentlich rennen und treten? Nur eine Fleischwunde. Jo, passt schon. Patsch.
Naja, ob es witzig war oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Und wie gesagt, ich lasse ganz bewusst diese stumpfen Gegenstände jetzt erstmal hier weg. Ein Schläger. Meine Lieblingsfreunde sind das ja. Seht ihr, ich schaffe es einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich hier total falsch mache und ich glaube, ich habe sogar noch was von hinten gehört. Ne, offensichtlich nicht. So. Oh, meine Energie ist wieder ganz niedrig, merke ich gerade. Steh auf! So. Unglaublich. Endlich. Ich hasse diese Schläger. Jetzt muss ich erstmal wieder. Tut mir leid, aber ich muss jetzt erstmal zurück ein bisschen Energie tanken. Die waren auch gerade nicht alle hier. So, hier bin ich richtig. Und ja, ich weiß, dass da gerade ein paar Zombies aufgestanden sind. Aber ich denke mal, Energie ist erstmal wichtiger, oder? Ja, ein bisschen erschöpft. Oh. Alkohol, aber keine Energie. Klar ist Energie. Noch mehr Energie. Wasser. Nochmal Alkohol. Und jetzt kann man auch, denke ich mal, direkt hier sehen, was das ist. Das war es jetzt natürlich nicht. Ach, Nahrungsmittel für den Typen im Leuchtturm, der also Hunger hat. So, damit sind wir wieder frisch gestärkt. Zwar nicht voll, aber es reicht. Es reicht, um weiterzumachen. Ich weiß nicht warum, was ich so fundamental. Was soll das denn? Ein Miststück. Oh Gott, wieso habe ich denn eine Alkoholpulle in der Hand? Das ist jetzt natürlich besonders krass. So, jetzt darf ich erstmal direkt ins Menü, weil ich nicht weiß, warum ich Alkohol gegen eine Sichel getauscht habe. Wo ist meine Sichel? Ich habe die Sichel nicht ernsthaft liegen lassen, oder? Oh. Was soll's, wir haben schließlich noch einen Rückweg. Und wir torkeln uns hier durch die Gegend. Heudri, Heudro. Uns geht's zwar schon längst wieder viel besser. Heudri, Heudro. Aber wie schnell die Route blau wird. Was schauen wir da rumstehen? Hallo. Ich glaube, ganz klar ist sie immer noch nicht. Ja, hallo, mein Schätzchen. Kommst du denn her? Hat der Hammer doch auch mal was Gutes vollbracht. Na, ich hoffe, es kommen jetzt zumindest für diese Mission keine Schläger mehr. Sondern ins Wasser und darüber. So. Sind ja jetzt gleich da. Nur noch ein paar Meter. Nur noch über die Brücke. Nur noch über den nächsten Steg.
Und Energie brauche ich ganz dringend, bevor ich hier irgendwas anderes mache. Hier sind offensichtlich ein paar Überlebende. Hallo, ja, hallo Sven. Everything is so fucked up. And these half-dead assholes, they're fucking annoying. Oh, was geht denn hier ab? I can't believe that crazy bitch sent someone to find me. The whole world's going to hell and the last person I want to be with is that goddamn wife of mine. Look, take the money and whatever else you want. It's no use to me anymore. And tell her. Tell her I'm dead. Believe me, it's for the best. Da liebt aber jemand seine Frau. So, dann schauen wir hier. Da haben wir hier noch eine Flasche Alkohol. Medikit nehmen wir sofort mit. Aha. Verstanden. Dann lassen wir dich mal wieder hier allein. Das hat sich ja richtig gelohnt. Drogen, klar, nehmen wir immer. Wasser, was haben wir hier? Fakten. Harold, Abschnitt 8, ja. Ich werde sie jetzt ganz bewusst nicht anquatschen, weil sie will Shampoos haben. Ich soll extra draußen rumrennen für Champagner. Und das ist auch so eine Dauerquest. Und naja, brauche ich nicht unbedingt. Sieht aber gar nicht gut aus. Junkies. Einen ganzen Drogen hier, macht euch alle nur selbst kaputt. Oh Gott, das war nicht gut. Das wollte ich auch gar nicht so. Oh, wirklich schnell sind wir hier drin nicht. Und das laucht offensichtlich ganz schön, wenn ich meine Xian mal so ein bisschen jauchzen höre. Gut, wir sollten uns auf jeden Fall auch darauf vorbereiten, oder beziehungsweise besser, ich sollte mich darauf vorbereiten, meine Raserei da zu verwenden. Denn ich habe nicht mehr so viel Energie. Und dann geht's mal wieder weiter. Ich hoffe mal, hier bleibt jetzt erstmal ein kleines, zumindest ein paar Meter Zombie frei. Natürlich nicht. Oh, was war das denn? So. Ich direkt den Arm amputiert. Hörte sich ganz Sachen Schläge an. Ne, an dem muss ich leider vorbei. Und der auch? Tut mir leid, meine Energie, die ist echt zu mies dafür. Die können wir uns noch gerne kümmern, aber... liegen. So. Oh, ja, ohne Energie. Ach, ich habe da gerade ein Medikit eingesammelt. Okay. Es liegt bestimmt trotzdem irgendwo rum. Bleib liegen. Verprügeln wir den! Wo habe ich meine Fäuste? Schläger! Oh, ich mach mal grad. Ey, komm, hol aus. Das kann nicht sein! Wir sind tot. Bin ich mal gespannt, wo wir jetzt starten. Das ist halt das erste Mal, dass ich jetzt hier sterbe. Oh, ich hasse diese Schläger. Jetzt mal ohne Quatsch. Wo sind wir jetzt? Aha. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel Geld wir verloren haben, aber 2777, das geht ja noch, glaube ich zumindest. Ich weiß noch nicht, wie viel Geld man nachher hat.